hat nun das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, wenn man Frau Katrin Göring-Eckardt ihren Antrag hier an der Stelle würdigen soll, dann ist würdigen ein positives Wort. Und positiv fällt mir zu diesem Antrag immerhin ein, dass uns alle hier im Haus, die Sorge eint, wie wir zu mehr und zu bezahlbarem und, wenn Sie so wollen, auch gern zu klimafreundlichem Wohnraum kommen. Das halte ich für einen ganz wichtigen, ganz breiten Ansatz. Wenn nun der regierende Oberbürgermeister von Berlin meint, er muss sich die Anregungen dazu in Ecuador holen, dann ist es auch schön, nehmen wir das zur Kenntnis. Ich hoffe aber, meine Damen und Herren, dass der Lösungsansatz, den er mitbringt, ein bisschen breiter ist als die Perspektive, die Sie am Schluss dann mit Ihrem Antrag tatsächlich eröffnen. Sie verengen nämlich sehr stark. Das geht mit, los mit der Frage, wo soll gebaut werden? Da beziehen Sie sich ausschließlich auf die Metropolen, auf die Megastädte, wie Sie es vorhin genannt haben. Die sind in Deutschland, meine Damen und Herren, nicht ganz so zahlreich. Wir haben tatsächlich auch ein Wohnungsproblem in den kleineren Städten und teilweise auch im ländlichen Raum. Auch das wollen wir an der Stelle mal adressieren. So. Sie verengen auch bei der Frage, wer soll bauen? Da gibt es bei Ihnen zwei Akteure im Antrag. Das ist zunächst mal der Staat, sehr vorrangig, und dann noch die Genossenschaften. Nun muss ich Ihnen sagen, was den Staat angeht, haben wir, Stichwort sozialer Wohnungsbau, ein massives Staatsversagen bereits hinter uns. Das haben wir gesehen, was der Staat macht, die Länder konkret, die dieses Geld für etwas ganz anderes eingesetzt haben, als wie wir es uns an der Stelle vorgestellt haben. Nun tragen Sie das Thema Gemeinnützigkeit, Bindung quasi als Monstranz vor sich her. Mir stellt sich die Frage, wer denn unter dieser neuen Voraussetzung tatsächlich investieren soll. Denn am Schluss braucht Bau Investoren, das ist doch absolut klar. Und es sind natürlich aus unserer Sicht auch gerade private Investoren notwendig. Und da sage ich Ihnen auch, selbst der altruistischste Investor wird am Schluss, Zins und ich komme gleich drauf, wird am Schluss Zins und Abschreibung verdienen müssen. Nun ist es momentan bei den Zinsen wieder ein bisschen einfacher. Dieser Niedrigzins wird aber überkompensiert durch steigende Baupreise. Und das mit den Abschreibungen ist auch so eine Sache. Da sind die tatsächlichen Abschreibungen angesichts dessen, was wir momentan an Technik verlangen, komme ich nachher noch drauf beim Stichwort Klimaschutz, sind die tatsächlichen Abschreibungen jedenfalls erheblich höher als das, was man mit 2% den Anlegern momentan tatsächlich steuerlich zubilligen. Tatsächlich höher. So, und dann geht es weiter, die Frage, unter welchen Bedingungen sollen die denn investieren? Das ist ja Ihr Einwand gerade gewesen. Das geht los mit dem Thema teures Bauland. Ich sage Ihnen ganz offen, meine Erfahrung ist, dass der Aufschrei von vielen Beteiligten, insbesondere auch von den Grünen, groß ist in der Sekunde, wo wir über Arrondierungen im Anschluss an den Innenbereich reden, über die Frage, wie können wir denn mehr Bauland ausweisen. Da sind Sie nämlich, meine Damen und Herren, in einem Konflikt. Natürlich ist das am Schluss auch Landschaftsverbrauch. Wird doch gar nicht anders gehen. Sie müssen, wenn Sie mehr Bauland ausweisen, natürlich auch letztendlich in den Außenbereich in Teilen gehen. Wohl überlegt, wir wollen das tun. Allerdings ist das ein schwieriges Unterfangen angesichts derjenigen, die uns da von Umweltschutzseite dran hindern wollen. Bauland ist auch deshalb teurer, meine Damen und Herren, weil die Grunderwerbsteuern hoch sind. Auch da könnten Sie fragen, wer daran schuld ist, in welchen Ländern sie besonders hoch sind und ob sie, empfehle ich dringend mal nachzuschauen, ob sie in diesen Ländern vielleicht in der jeweiligen Landesregierung vertreten sind, dann können Sie an der Stelle etwas ändern. So. So, ich sage was zu der nächsten Frage, wie man Bauland noch weiter gewinnen kann. Wir haben momentan die Problematik, dass aufgrund von fehlenden Reinvestitionsmöglichkeiten diejenigen, die Eigentümer von Bauland sind, nicht verkaufen.
Denen muten wir zu, dass, wenn sie es tatsächlich tun, dass erst mal der Fiskus kommt und kassiert und am Schluss haben sie das Geld und können es nicht reinvestieren. Und deshalb meinen wir, dass es eine intelligente Variante wäre, mal darüber nachzudenken, ob man den Grundstücksbesitzern nicht die Chance eröffnen sollten, steuerfrei in Mietobjekte zu investieren, wenn sie Bauland verkaufen. Das halte ich für einen zielführenden Ansatz. Über solche Dinge lassen Sie uns reden und nicht über theoretische Gedankenspiele, Gemeinnützigkeit. Es gab schon einen Grund, warum man die abgeschafft hat, nämlich die Tatsache, dass am Schluss Fehlbelegungen in einem hohen Ausmaß da waren, dass es bei weitem nicht das gebracht hat und dass es sinnvoll ist, am Schluss wirklich zur Subjektforderung via Wohngeld überzugehen und zu sagen, diejenigen, die die Mieten zahlen müssen, die werden so gefördert, dass sie es tun können und nicht den Weg zu gehen, den Sie vorschlagen, jetzt wieder ein neues Etikett zu vergeben, Gemeinnützigkeit einzufordern und am Schluss wohnen ganz andere in diesen Wohnungen. Wem hilft denn das, meine Damen und Herren? Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Nun hat die Frau Katrin Göring-Eckardt vorhin die Baukostensenkungskommission angesprochen. Naja, Sie haben schon recht, die Kommissionen sind das eine und das, was wir dann in der Politik diskutieren, ist das andere. Und da spielt das Thema Klimaschutz eine ganz, ganz hervorragende Rolle, allerdings nicht im positiven Sinne, sage ich Ihnen ganz offen. Klimaschutz ist ein eminent wichtiges Thema, aber wir sind auf dem besten Wege, es zum Kostentreiber zu machen und sonst zu nichts. Und das ist mir zu wenig, sage ich Ihnen ganz offen. Ich glaube, ja, Sie müssen, schauen Sie doch, hören Sie mal zu, das ist viel wichtiger, da lernen Sie was. Nehmen wir das Thema NF und EE-Wärmegesetz, die Zusammenführung dieses Themas. Jetzt schauen Sie, hören Sie halt zu. Schauen Sie sich die Realität momentan an, im Neubau. Wir bauen massiv isolierte, faktisch luftdichte Gebäude. Aller Bonheur, nichts dagegen einzuwenden. Und dann sagt man dir, du musst eine immens teure, aufwendige Heizung installieren, um an den wenigen Tagen, wo du sie wirklich brauchst, dann dieses Gebäude heizen zu können. Wie passt denn das zusammen? Beim Thema Sanierung sind wir doch am gleichen Punkt. Ja, da sind wir auch wieder in den Bereich der Forderungen, die Standards weiter anzuheben. Ja, 120% Sanierung, sage ich an der Stelle. 120% Sanierung. Ich sage Ihnen, dem Klima würde man mehr helfen, wenn viele, viele Wohnungen tatsächlich teilsaniert würden, als nur einige wenige nach allerhöchstem Standard 120% saniert werden. Das ist ein Weg, den man gehen muss. Und so muss man Klimaschutz aus meiner Sicht auch sehen. Und wenn man da eine komische Diskussion aufmacht, wie viele von Ihren grünen Länderministern an der Stelle, und über das Thema angemessene Wirtschaftlichkeit diskutiert, ja, was soll denn das? Dann brauche ich doch, wenn ich über die Frage diskutieren muss, erstmal, was ist angemessen, muss ich das doch überhaupt nicht diskutieren dann am Schluss. Und das Allerhöchste ist dann, dass Sie noch schreiben, wenn es dann nicht wirtschaftlich ist, dann soll der Staat einspringen und soll das Ganze fördern. Ja, wer diskutiert denn dann? Wer denkt dann überhaupt noch über die Frage der Wirtschaftlichkeit an der Stelle nach? Ich glaube, dass das ein falscher Ansatz ist, meine Damen und Herren. So wird Klimaschutz am Schluss nicht funktionieren. Klimaschutz muss etwas sein, wo wir mit Technologieoffenheit, mit Innovationsfreude machen, wo wir etwas bereit sind, auch zu bewegen, gern auch im Baubereich, und wo wir aufhören, ständig die Trauben höher zu hängen, so lange, bis keiner mehr hochspringt. Das ist doch der Weg, den wir momentan beschreiten. Bei jeder Gelegenheit, von den Zielen angefangen bis zu den Maßnahmen, hängen wir die Trauben ein Stück höher und wundern uns, wenn sich am Schluss keiner mehr bemühen wird, da überhaupt noch hochzukommen. Investitionsattentismus, das ist das, was Sie mit solchen Anträgen am Schluss einbringen werden. So, und dann sind wir bei dem Punkt, wieder eng, wenn Sie, ich merke doch, dass Sie eng sind, Sie hören nicht zu. Sie hören nicht zu. Wenn Sie, wir diskutieren dann über die Frage, was soll, oder um es in Ihrem Jargon zu sagen, was darf denn gebaut werden? Auch da sind Sie eng. Sie sagen nur der Niedrigstandard Mietwohnungsbau, allerdings hoher Klimaschutzstandard. Billig, billig, billig. Ich sage Ihnen, erstens, auch die besser ausgestattete Mietwohnung sorgt doch am Schluss dafür, dass eine andere Mietwohnung frei wird. Die Leute haben doch vorher auch irgendwo gewohnt. Und das Gleiche gilt für das Eigenheim. Keinen einzigen Satz in Ihrem ganzen Antrag zum Thema Eigenheim. Keinen einzigen Satz. Obwohl da Deutschland einen immensen Nachholbedarf hat. Wir haben eine Eigenheimquote von 53%.
Frankreich 65, Italien 73%. Wir täten gut daran, auch mit Blick auf das Thema Alterssicherung, uns darüber Gedanken zu machen, wie mehr Menschen zu eigenen vier Wänden kommen. Das ist, meine Damen und Herren, ein Grundbedürfnis der Menschen, und wir sollten etwas dafür tun, dass sie das erfüllen können. Stattdessen, und da nehme ich die Schuld auch durchaus auf uns, haben wir in der letzten Großen Koalition die Eigenheimzulage abgeschafft. Aus meiner Sicht ein fataler Fehler. Wir müssen jetzt wenigstens darüber reden, wie man mit der Wohnungsbauprämie verfährt, die auf Uraltdaten basiert. Und wir sollten auch darüber reden, ob man nicht gezielt mit Baukindergeld einen Beitrag dazu leisten kann, dass junge Familien sich wenigstens da, wo es im ländlichen Raum, wo es geht, noch ein eigenes Heim leisten können. Das sollten wir doch tun. So, Fazit der ganzen Geschichte. Jetzt brüllen Sie doch nicht die ganze Zeit. Wer die ganze Zeit brüllt, hat Unrecht, Herr Kollege. Fazit der ganzen Geschichte ist, staatliche Regulierung, meine Damen und Herren, gibt es in Deutschland genug. Anträge, die nur staatliche Regulierung fordern, sind überflüssig, weil daran haben wir, meine Damen und Herren, in diesem Land nun wirklich keinerlei Mangel. Und auch Markteingriffe machen es nicht besser. Die Frau Katrin Göring-Eckardt hat vorhin das Thema Mietpreisbremse angesprochen, die sich aus ihrer Sicht nicht rentiert. Ich habe sie, sage ich ganz offen, nicht gewollt und nicht gebraucht. Ich bin eher in Sorge gewesen, dass aus der Mietpreisbremse eine Investitionsbremse wird. Das haben wir immerhin, meine Damen und Herren, verhindern können an der Stelle. Das wird ja tatsächlich auch gebaut, auch in den Metropolen. Und wir brauchen, da werden wir in der Tat mit dem Finanzminister reden müssen, steuerliche Rahmenbedingungen, so wie ich sie angemahnt habe beim Thema Bauland oder bei den Abschreibungen, wo 2% zu wenig sind, wo man mindestens 3% bräuchte, um die tatsächliche ökonomische Realität abbilden zu können. Und mir geht es darum, nicht auf Brennpunkte zu verengen, auch nicht bei steuerlichen Förderungen. Da würden wir Feuer mit Öl bekämpfen, das wäre falsch. Klimaschutz ist wichtig, geht aber nur mit guter Technik und mit dem Blick fürs Ganze. Der fehlt Ihnen, meine Damen und Herren, und deshalb glaube ich, dass dieser Antrag uns nicht wirklich weiterbringt. Sie im Übrigen wahrscheinlich auch nicht in diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank. Für die